Heute zeige ich euch zum Anfang mal was ganz, ganz Niedliches. Ne? So, guckt mal hier an die Ecke. Niedlich, ne? Ganz, ganz niedlich. Jetzt nochmal das Thema Permakultur. Ganz kurz. Und ich würde mal sagen, ich belasse es heute mal nur bei diesem einen Thema. So, ich habe jetzt hier Salat stehen. Ich habe schon öfters darüber berichtet. Das ist dieser sogenannte Wintersalat, den man so um den 1. August sät. Dann im Herbst wird er ausgepflanzt, der überwintert und bringt dann ganz zeitig wunderbare Erträge. Ne? So, und den Salat hatte ich, wie gesagt, aus eigenem Saatgut gewonnen. Das ist jetzt schon die zweite oder dritte Generation, die ich hier bei mir im Garten selber vermehre. Ne? Und ich hatte schon an anderer Stelle gesagt, dass man Kulturpflanzen, die man am Ort selber über längere Zeit geschlechtlich vermehrt, also generativ vermehrt, dass sie dann von Generation zu Generation robuster werden und sich an den Standort anpassen und dass sie auch gewisse Abwehrmechanismen, sagen wir mal so, wieder in Gang setzen können, die sie von Hause aus schon haben, also um zum Schädlinge abzuwehren oder Krankheiten abzuwehren. Ne? So, und hier sieht man nun mal das allerbeste Beispiel. Das ist, wie gesagt, Salat. Ne? Und da wird er bekanntlich von Schnecken sehr gemocht. Und sofort aufgefressen. So. Ich habe jetzt hier ein Stück auf der Zeile ein paar Kohlrabi-Pflanzen stehen, die ich ja im Baumarkt gekauft habe als Jungpflanzen. Ne? Also die kommen dann irgendwo aus dem Gewächshaus. So, nun schaut euch die mal genau an. Ja? Die sind absolut zerfressen von den Schnecken. Ne? Da gab es jetzt die ersten paar warmen Tage und schon an den ersten zwei Tagen haben sich ja die Schnecken derart drüber hergemacht, dass die so ein Drittel von den Pflanzen zum Teil weggefressen haben. Ne? Ich habe mich jetzt praktisch gerettet, indem ich hier Schneckenkorn gestreut habe. Ja. Und der Salat, den ich hier selber aus eigenen Samen vermehrt habe, ja, der steht völlig unberührt da. Ne? Keine einzige Schnecke, die da dran gefressen hat. Ja, ja. Nun könnt ihr mal drüber nachdenken, warum das so ist. Ja? Und wenn wir, und da sind wir auch wieder beim Thema Permakultur. Ja? Und Permakultur, das ist, na, da verstehen manche auch so eine Art Budenzauber drunter, na, dass man, was weiß ich, unbedingt alles auf Mischkultur trimmen muss, mulchen, alles so. Mache ich zwar alles auch, na, aber das Wichtigste bei der Permakultur ist zum Beispiel, neben der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, will ich mal sagen, dass man versucht, seine Gemüse selber generativ zu vermehren, dass sie Zeit haben, über mehrere Generationen sich an den Ort einzugewöhnen. Ne? Und damit werden die Pflanzen widerstandsfähiger, ja, und man braucht halt keine Spritzmittel und so weiter. Und so stärkt man die natürlichen Potenziale der Pflanzen und macht sie sich zunutze. Ne? Ja. Und übrigens unter diesen Schutzhauben, ne, das sind Eimer, durchsichtige Eimer, die hier oben nochmal so ein Loch rein geflext bekommen haben. Da kann man nun empfindlichere Kulturen drunter ziehen und das ist in dem Falle Blumenkohl. Den hatte ich mir allerdings auch in diesem Jahr dazu gekauft, weil mir ja die Eigenzucht irgendwie noch nicht so richtig gelungen ist. Ne? Es gibt übrigens auch eine oder zwei Sorten Blumenkohl, die man ebenfalls im Spätsommer sehen kann und dann überwintern kann. Die versuche ich mir halt auch noch mal irgendwie an Land zu ziehen. Ja, und das soll es heute erstmal gewesen sein.